Krieger und die Frau. Und das haben wir hier so einfach als Thema. Sie ziehen da nicht wirklich in den Krieg, sie geben es ja nur vor. Das macht es ja noch schlimmer. Ja. Und hier wird also wirklich mit dem Feuer gespielt, in diesem Stück. Ne. Eben gedacht, dass wir in der Zeit der Entstehung 1790, direkt nach der Französischen Revolution, das aufführen wollen. Das heißt aber, dass man versuchen muss, so authentisch wie möglich das herzustellen, das Ganze, vor allem das Ganze, die ganze Atmosphäre, dass man den Eindruck im Publikum hat, es wird nur mit Kerzen beleuchtet. Wir haben auch die Mechaniken hier eingebaut, dass man Kronleuchter hier hoch und runter fahren lassen kann. Ja, das haben wir richtig mit einer Umlenkrolle. Der wird dann im Laufe des Stückes wird er sozusagen runtergelassen, um die Kerzen anzuzünden. Wir leuchten natürlich mit modernen Leuchtmitteln, aber trotzdem hat man den Eindruck, es kommt von draußen durch die Fenster oder eben durch die Kerzenbeleuchtung. Hier haben wir auch noch so einen kleinen Mechanismus eingebaut, ja, dass man hier eben auch dieses verschatten kann, um einfach privat zu sein in diesem Zimmer. Alles funktional, funktioniert gut. Es ist eine neapolitanische Komödie und ich liebe auch, muss ich sagen, die Kostüme dieser Zeit. Es ist immer sehr sinnlich, auch die Männer sehen gut aus, meistens ein bisschen feminin und so. Also mir gefällt es gut und ich arbeite sehr gerne, wenn Mozart draufsteht, auch mit Mozart drin. Hier zum Beispiel sieht man so ein Bidet und das ist sozusagen die Frühform, das heißt Pferdchen. Und das haben wir richtig schön nachgebaut mit Leder und so einem Kosmetikfach. Also sogar mit Einsatz, ja? Weil, ja. Und mit herausnehmbarer Schüssel. Ja? Achtung! Kannst du da eine kleine Zäsur machen? Ja. Das ganze Stück ist 3 Stunden Herausforderung. Es ist unglaublich kompliziert im Text. Es ist unglaublich kompliziert in den Noten. Ja, man muss also mächtig erstmal reinhören, reingucken, was ist da in jeder Sekunde los. Und dann muss man das bereden mit den Sängern. Und ich hatte Gott sei Dank 6 wunderbare Sänger, die das alles auch mit mir erforscht haben. Also es war wirklich Forschungsarbeit, 8 Wochen lang an Mozart und der Ponte. Ja, darf ich mal zeigen, wenn du jetzt hier bist. Er stirbt und ich liege hier. Mhm. Und wenn er kommt, liege ich so. Und dann darf er nicht unaufgeregt sein, sondern es muss dann wirklich unglaublich aufgeregt sein, wenn du ihm die Stirn streichelst und so. Ja, sonst stimmt das stimmt sonst nicht. Das muss schon wirklich bei beiden, in dem Moment, wo ihr seid zu viert, dann macht schon da vorne. Jetzt seid ihr zu zweit. Wollen Sie nicht spazieren gehen? Also haben Sie keine Lust auf Besenkammer oder Büsche? Ich meine, es geht um die Büsche. Spazieren gehen heißt wirklich, spazieren gehen heißt in die Büsche. Und hier sieht man diesen Boden, der halt wirklich, das sind wirklich einzelne Bretter, die hier verlegt wurden. Und das ist schon sehr, sehr gut und hat einen sehr, sehr guten Klang. Ne? Nicht nur hier durch den Plafond, der auch aus Holz gebaut ist, selbstverständlich,
Und es ist alles aus Holz, es ist sozusagen ein Resonanzkasten. Wenn man hier hinten an dem Sofa ein Centstück fallen lässt, hört man es im zweiten Rang. Wenn man es nicht behandeln würde, wäre dieses Plexiglas sehr aseptisch, sehr steril. Und deshalb haben wir diesen Spiegel auch noch bemalen lassen mit so Oxidationsmustern, wie das eben bei alten Spiegeln passiert, dass Feuchtigkeit durch die Ritzen vordringt, sodass er wirklich einfach schöner mit einer Patina gearbeitet wurde. Hier sogar mit den kleinen Rauten. Das ist schon sehr, sehr gut, sehr, sehr toll gearbeitet hier von den Werkstätten. Ja. Und sehr, sehr liebevoll. Das muss diese Herzschläge, das muss Palza, 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 hä? Palza, Palza. Du hast dich entschieden für den Braunen. Ja. Ja. Und das wollen wir jetzt sehen, da bist du fast sogar die das Meer antreibt. Ich möchte gerne hier unser Publikum überzeugen, dass es eine wunderbare Komödie, eine wunderbare Oper ist. Und das ist eigentlich das Ziel.